Ihr kennt nun alle Infos zum Release, ihr habt doch alle Fahrzeuge gesehen. Heute beschäftigen wir uns einmal mit den Features von City Driver, denn zu denen gibt es auch einiges zu sagen. Zuallererst kommen wir zur wichtigsten Frage. Womit spielt man City Driver überhaupt? Natürlich geht das ganz easy mit Tastatur und Maus oder mit einem Game Controller. Aber die immersivste Steuerung ist immer noch das Lenkrad. Und wir haben uns Mühe gegeben, alle beliebten Lenkräder zu unterstützen. Also wenn ihr zum Beispiel ein Lenkrad von Logitech, Fanatec oder Thrustmaster zu Hause rumliegen habt, könnt ihr das ganz einfach auspacken und für City Driver verwenden. Das gleiche gilt natürlich für Pedale und Gangschalter, die ihr vielleicht habt. Und das Ganze natürlich mit Force Feedback. Was uns für die Immersion von City Driver auch ganz wichtig war, ist das Infotainment. Dieses zeigt euch nicht nur das Navi an und führt euch dadurch durch München, sondern das Radio funktioniert auch. Wir haben eine Webradio-Funktion eingebaut, bei der ihr nicht nur die lokalen Sender aus München, die wir schon voreingestellt haben, hören könnt, sondern ihr könnt auch noch eure Lieblings-Webradiosender hinzufügen. Und wer lieber seine eigene Musikbibliothek hört, kann ganz leicht seine Musikdateien in City Driver hinzufügen. Wie genau das funktioniert und welche Musikdateien genau unterstützt werden, könnt ihr in unserem Guide, den wir jetzt schon vor Release auf unserer City Driver Steam-Page veröffentlicht haben, nachschauen. Aber was wäre ein Fahrsimulator ohne Aufgaben, die ihr lösen müsst? Genau deshalb gibt es Missionen, die überall auf der Map verteilt sind, aber auch zufällig erscheinen können. Dazu gibt es allmögliche wichtige Punkte wie Sehenswürdigkeiten, Geschäfte, Tankstellen oder Ladestationen, die ihr besuchen müsst, um Missionen zu beenden. Zum einen gibt es einfache Tasks, wie zu einem Lebensmittelgeschäft, zu einem Reisebüro oder zur Bank fahren. Des Weiteren gibt es aber auch sogenannte Transportmissionen. Da gibt es zum einen die Großmutter, die zur nächsten Apotheke gebracht werden muss, die Familie, die zu Besuch ist und die Stadt erkunden will. Oder aber ihr helft einem Freund beim Umzug oder bringt ihm neue Reifen. Teilweise können diese Missionen aber auch ein Zeitlimit haben. Etwa die Mission beenden, bevor der Supermarkt schließt oder bevor der Akku des Elektrofahrzeugs leer wird. All diese Missionen werden auch noch leichter oder schwieriger, je nachdem mit was für einem Auto ihr fahrt. Ein schnelleres Auto hilft euch vielleicht dabei, wenn ihr in einer bestimmten Zeit wohin müsst. Könnte aber zum Verhängnis werden, wenn der Kofferraum nicht groß genug ist und ihr öfter hin und her fahren müsst. Bewertet werden alle Missionen natürlich auch. Ihr bekommt Abzüge, wenn ihr zu lange gebraucht habt, wenn ihr Verkehrsregeln missachtet habt oder aber wenn ihr auch einfach einen Unfall gebaut habt. Und zu guter Letzt haben wir den Foto-Mode. Mit diesem könnt ihr schöne Ingame-Fotos machen und das von unseren Autos, aber auch von den Autos, die durch den Steam-Workshop hinzugefügt wurden. Ihr könnt da die Tageszeit, die Belichtungszeit, die Rotation und noch vieles weiteres einstellen, um so das perfekte Foto zu machen, das ihr dann gleich mit euren Freunden oder auf Social Media mit uns teilt. Alle Tipps und Tricks zum Foto-Mode könnt ihr jetzt schon vor Release auf unserem Guide lesen, den wir auf der City Driver Steam-Page veröffentlicht haben. City Driver erscheint am 5. Juni für PC auf Steam und ihr könnt das Spiel jetzt schon im Aerosoft Store vorbestellen. Wenn ihr mehr von City Driver sehen wollt, lasst doch ein Abo und ein Like da und vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch wirklich nichts mehr von uns verpasst. Weiters könnt ihr uns auch auf Facebook, Instagram und TikTok folgen, um mehr exklusiven Content von unseren Games zu sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch viel Spaß mit City Driver.